Auch gut. Stirbdrache. Diesmal muss ich halt den Bossgegner auch nicht nochmal besiegen. Hm, ausgewichen wie ein Profi. So. Wow. Geil, was war das? Ich bin durch die Flammen durchgeflogen, habe keinen Schaden genommen. Ausweichskills irgendwie hier so ein bisschen gut. Oder nicht? Egal. Weiter geht's. Ich habe volles Leben, ich brauche euer Leben nicht. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Aber jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Ich gehe hier rein. Die Drachen sind ja tot, die Drachenschwestern, ich speichere hier. Dann muss ich nicht den ganzen Dialog nochmal machen, falls ich durch irgendeine Dummheit wieder von der Map fallen sollte oder so. Ah! Egal. Und wieder im Eckkorridor. Naja, wir haben den Eckkorridor ja nicht verlassen. Wir waren nur in Chacos Haus. Und ich frage mich, was mit Chaco passiert ist. Ist sie ja auch gestorben oder hat der Doktor sie gefangen genommen? Natürlich habe ich treffen lassen. Egal. Gehen wir hier unten lang. Na, egal. Käfer. Immer diese Käfer. Sterbt Käfer. Ich mag euch nicht. Also, okay, man muss nur in die Nähe kommen, aber das ist mir jetzt egal. Ja, und das war die Explosion, hat man schön gehört. Ich glaube, wenn ich da unten gehe, komme ich da weiter? Nein, natürlich nicht. Ich muss durch das Haus von Cthulhu oder dem Schrein von Cthulhu, ich weiß es nicht. Ich könnte mal wieder ein bisschen Leben gebrauchen. So, ein bisschen. Ich habe nur noch 19. So. Die Pressen, die tun mir jetzt natürlich nicht weh, weil ich von oben komme. Ja, ist klar. Ich spring voll da rein. Ist gut. Ja. Ja gut, ich weiß, es ist jetzt nicht sehr spannend, dass ich hier den ganzen Weg wieder zurückgehe und den ganzen Weg dann natürlich nochmal nach rechts gehen muss, um wieder zurück zum Ende zu kommen, beziehungsweise zur Outer Wall. Aber ich habe keine Lust, das später noch zu machen. Irgendwie, wenn ich dann kurz vor dem Bosskampf stehe, denn ich denke mal, die Waffe kann ich auch noch gut gebrauchen vorher. Und deshalb hole ich mir sie jetzt. Und da ist auch schon der Teleporter, das heißt, das haben wir hinter uns. Ja, wir möchten zurück zu Arthurs Haus. Können wir dem Doktor, nicht dem Doktor, dem Professor vielleicht erzählen, dass wir Kazuma gefunden haben, dass er fliehen will? Können wir dich mitnehmen, Doktor? Nein, er sagt uns immer noch, dass wir es zunehmen sollen und von der Insel flüchten. Das heißt, wenn wir das Versprechen an Professor Booster halten wollen, dann können wir überhaupt nicht mit Kazuma abhauen, denn dann können wir Sue nicht mehr retten. Und das wäre irgendwie sehr traurig. Ja, dann sind wir ein böser Roboter. Böser, böser Roboter. So, nein, da oben war die Plantage, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zum Friedhof, und der war hier. Hier hinter der Assembly Hall. Und ist wirklich niemand da? Hat der Doktor alle geklaut? Alle mitgenommen? Ja, okay, gut. Habe ich überhaupt, wo ich gerade den Kamin sehe, ich habe, glaube ich, keinen Jellyfish-Juice mehr mitgenommen, oder? Egal, was soll's. Den brauche ich auch nicht wirklich. Der Friedhof. Und da unten sieht man hier schon den kleinen Mann. Die Pilze töte ich erstmal. Ja, euch auch. Ach du Vieh. Ja, komm. Komm her. Ich. Moment. Ja, gut. Ich habe den Whimsical Star wieder. Greif mich an. So. Ein Schuss. Treffer. Und noch mehr Pilze. Ey, er geht mir auf die Nerven. Wo ist denn der? Da. Ah, du sagst also, meine Frau sucht nach mir? Ja, du hast wohl recht. Ich bin schon seit einer Weile nicht mehr zu Hause gewesen. Alles klar. Zeit zu gehen. Wir haben ein Item bekommen, einen kleinen Mann. Du wirst mich mitnehmen, oder? Also, du wirst mich natürlich mitnehmen, ne? Wir haben einen kleinen Mann, geil. Nein, ich will die Beschreibung lesen. So. Hey, sind wir jetzt schon da? Nein, wir sind noch nicht da. Wir wollen... ich will nicht die Raketen benutzen. Denn mein Spur ist viel besser als die Raketen. Habe ich gespeichert? Ich weiß nicht. Ich gehe mal hier rein. Ich weiß nicht, was da ist. Nein. Okay, hier muss ich später nochmal hin. Alles klar. Okay, das war... ich glaube, das war dumm, dass ich jetzt schon hierher gekommen bin. Ich muss sowieso hier später nochmal hin. Aber das ist jetzt egal. Jetzt bin ich schon mal hier und es lohnt sich nicht, jetzt das Ganze nochmal zu machen. Die Aufnahme nochmal neu zu starten oder so. Dafür ist schon viel zu viel Zeit vergangen. Und ihr habt jetzt das einfach umsonst gesehen. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Denn ich kann's spielen, das macht Spaß. Okay, immer das Gleiche zu machen, macht natürlich keinen Spaß. Aber was soll's? Cave Story an sich macht Spaß. Und ich musste ja auch nur einmal zurück. Und das nächste Mal komme ich hier auch einfacher hin, glaube ich. Da muss ich nicht durch den Eckkorridor nochmal laufen. Von daher, was soll's? Aber ich glaube... Ich hätte sowieso oder so dann nochmal hier durch den Eckkorridor laufen müssen, um zurück zu dem Haus in der äußeren Mauer zu gelangen. Und deswegen, ob ich das jetzt mache oder später, das ist sowas von... Egal, ich habe schon wieder vergessen, dass du da warst und...
Ich lass mich töten, denn ich brauche mehr Lebensenergie. Ja, bitte. Ich habe ja in Artus Haus gespeichert. Ich habe auch noch den Mann. Ja, ich habe den Mann. Ich hätte mich hier etwas aufladen sollen, denn mit 7 Leben durch den Eckkorridor, ohne da wirklich die Gegner taktieren zu wollen und einfach nur durchzuwollen, da ist es doch besser, volle Lebensenergie zu haben. Ja. Los, Quote. Mach hin. Du musst die Welt retten. Diesmal sogar in echt. Am Anfang wussten wir ja nicht, was wir tun sollen oder was für Motive wir haben könnten. Aber jetzt haben wir uns angefreundet mit Mimigas und diesmal falle ich nicht auf dich rein, du. Aber ich falle in euch rein. Nicht auf euch rein, aber in euch. Na toll. Ausweichen. Käfer. So viele Käfer. Ich mag euch nicht. Geht weg. Lasst mich da. Wow. Okay. Ich muss die mal eher besiegen, sonst. Da! Lasst mich doch mal hier in Ruhe, ihr Herzen. Nein, ihr Herzen, lasst mich nicht in. Na toll. Ich wollte es versuchen, die Herzen zu kriegen, ohne in den Stachel reinzufliegen, aber das hat natürlich nicht geklappt. Toll. Hast du gut gemacht, Superfex. Egal. Wir sind wieder hier und hier kriegen wir vielleicht auch wieder Herzen. Das wäre schon ziemlich cool. Moment, nein, ich mache das jetzt mit dem. Geht natürlich nicht. Das geht natürlich auch nicht. Geht natürlich. Ah, das geht. Okay, aber. Gut, nutze ich das hier. Das ist effektiver ein Herz. Ja. Moment. Nicht zu hoch. Da sind die Stacheln. Einfach voll aufladen. Warum habe ich das da eigentlich noch nicht gemacht? Das hätte ich bei der unteren Presse ja auch machen können. Ja gut. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, während ich das Spiel spiele, aber natürlich zu spät. Drache stirbt durch den tollen, tollen Spike. Spikey. So, du stirbst durch meinen Spur. Und du stirbst auch durch meinen Spur. Denn dich mag ich echt nicht. Du bist böse, du Gaskreatur. Was sollst du überhaupt darstellen? Nee, geh da drauf, genau. Guter Quote. Guter Roboter. Ich habe jetzt schon den Namen verraten, egal. Also, der Roboter heißt in Wahrheit Quote. Das erfahren wir gleich auch noch. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Riesenspoiler. Ich meine, der Name, was soll's. Aber dafür erfahren wir noch andere Dinge, die sehr interessant sein werden. Vor allem, wir haben vorhin etwas über Ballos erfahren. Und das erfährt man im normalen Spiel nicht, wenn man nicht das geheime Ende freischalten will. Also, tja, Ballos ist noch ein Mysterium. Wer ist es? Was hat er mit der Insel auf sich? Und was für Kräfte hat er denn? Es wurde ja gesagt, er ist Jenkas Bruder und er hat, genau wie sie, irgendwelche total unheimlich tollen Kräfte. Und das muss ja schon ein ziemlich geiler Typ sein, ne? Aber was soll's. Und außerdem, wir haben erfahren, dass die Kraft des Doktors in seiner Krone steckt. Und was hat das mit der Krone auf sich? Und warum helfen Misery und Balrog ihm? Und es gibt noch so viele Geheimnisse, die geklärt werden müssen. Aber das werden wir alles aufklären. Und wir sind jetzt sowieso hier schon fast durch den Eckkorridor und können die Outer Wall hochklettern. Was mich schon freue, denn die Outer Wall, also die Musik ist einfach toll bei der Outer Wall und ich mag sie. Und viele der sagen auch, dass das der beste Song, also das beste Stück, ist ja kein richtiger Song, im Spiel ist, der Moon Song, eben der da spielt. Und ich finde auch, er ist einfach toll. Wobei, mittlerweile mag ich das Grass Town Stück eigentlich auch ziemlich, aber eigentlich sind alle Stücke hier draus toll. Das ist einfach, ich kann immer wieder nur betonen, wie genial dieses Spiel ist und dass es nur eine Person gemacht hat. Echt Respekt. So, speichern, Lebensenergie auffüllen und ich mache hier einen kleinen Schnitt, denn wir sind bei 28 Minuten und damit das Ganze nicht asynchron wird und so wie ein früheres Video hier. Und wir sehen uns.